Lasst uns einen tragbaren Lautsprecher essen oder einen riesigen iPhone-Kuchen oder ein iPad. Heute haben wir die besten essbaren XXL- und Mini-Gadgets auf unserer Speisekarte. Cindy hat Geburtstag. Sie hat heute Morgen alle Glückwünsche erhalten. Und hier kommt ihr erstes Geschenk. Ein Paket wird für sie geliefert. Mal sehen. Ah, Konfetti. Und ein iPad. Aber es ist ein Mini-iPad. In so einer großen Box? Tragt silbernen essbaren Puder auf eine rechteckige Schokolade auf. Kratzt das Apple-Logo in der Mitte mit einem Zahnstocher. Verwendet Lebensmittelfarbe. Druckt dein iPad auf Zuckerpapier aus. Und befestigt das Bild mit essbarem Kleber auf der Schokolade. Cindy findet ein winziges Apple-Gerät. Dieses iPad ist viel zu klein. Aber Blue Eye will mich schnell aufheitern. Das ist nicht nur ein Mini-iPad. Das ist ein Schokoladen-iPad. Ist es schnell? Und dann feiern wir. Das iPad ist nämlich essbar. Sogar der Zuckerbildschirm. Lecker! Blue Eye hat es so eilig, ihrer Freundin zu gratulieren, dass sie die falsche Farbe von einer Fitnessuhr gekauft hat. Schwarz passt nicht zu mir. Cindy will helfen. Sie hat zufällig ein weißes Armband. Vielleicht ist das ja besser. Aber Blue Eye mag dieses weiße Armband auch nicht. Dann wird Cindy etwas anderes ausprobieren. Wie wär's mit einem gelben Armband? 1, 2, 3. Ups. Es scheint, dass etwas schiefgelaufen ist. Schneidet ein Stück von einer Gummisüßigkeit ab. Und entfernt die weiße Füllung. Markiert dann die Kanten. Und formt ein Befestigungselement wie bei einer Fitnessuhr. Macht noch Löcher mit einem Zahnstocher. Zeichnet dann ein Bildschirm und Knopf mit einem schwarzen Lebensmittelmarker. Die Fitnessuhr hat sowohl die Farbe als auch die Größe geändert. Dieses kleine Armband passt nicht einmal um meinen kleinen Finger. So viel kann ich bestimmt nicht abnehmen, bis er passt. Dann probiert Cindy einen Spruch aus, der alles vergrößern kann. Wachse, Fitnessuhr. Ups, das war wohl doch zu viel. Schmelzt kaum Bonbons in der Mikrowelle. Knetet sie. Und formt einen Ball. Rollt es dann aus. Die Mitte soll etwas dicker sein. Und die Enden formen wir zu einem Riemen. Macht es am Ende breiter. Schneidet ein Loch hinein. Das soll nämlich die Öffnung sein. Macht dann runde Löcher mit einem Messer. Rollt jetzt gelben Fondant dünn aus. Und deckt damit die gesamte Uhr ab. Malt dein Bildschirm. Und ein Knopf mit Lebensmittelfarbe. Wow, ihr könnt diese Fitnessuhr nicht nur um euer Handgelenk, sondern auch um eure Taille legen. Ihr könnt es mit eurer Freundin teilen. Und wir zählen die Kalorien später. Cindy hat bereits alle Glückwünsche in ihren sozialen Medien gesehen. Und ihre festliche Stimmung ist immer noch nirgendwo zu finden. Aber ihre Freundin weiß, was zu tun ist. Blue Eye lässt niemanden ohne ein Geburtstagsgeschenk allein. Schließ deine Augen. Dein Geburtstags-iPhone ist fertig. Bestreut dein Brett mit Puderzucker. Und rollt ein großes Stück Fondant aus. Vermischt Kondensmilch mit Kakaopulver und verteilt es. Legt dann Waffelblätter darüber. Bedeckt sie mit der Mischung aus der Kondensmilch und Kakao. Und legt wieder Waffeln darauf. Macht noch ein paar mehr Schichten. Und bedeckt alles mit Fondant. Befeuchtet es mit Wasser. Druckt jetzt dein iPhone auf Zuckerpapier aus und befestigt es. Verwendet Lebensmittelfarbtinte, damit es hält. Schneidet die überschüssige Waffel ab. Befeuchtet die unteren Schichten mit Wasser. Und klappt den Fondant hoch.
schneidet den zusätzlichen Fondant ab. Das Geburtstagskind öffnet ihre Augen. Wow, es ist ein echter iPhone-Kuchen. Es ist die neueste Version mit einer verbesserten Füllung. Und wir brauchen auf jeden Fall noch Kerzen. Blue hat sich um alles gekümmert. Es ist Zeit für Cindy, sich etwas zu wünschen. Und puste die Kerzen aus. Ihr Wunsch wird bestimmt in Erfüllung gehen. Und jetzt kümmern wir uns um den Kuchen. Welche App soll ich für dich abschneiden? Es wurde erfolgreich auf deinen Teller heruntergeladen. Guten Appetit! Cindy organisiert ein Geburtstagspicknick. Getränke, Süßigkeiten, Partyhüte. Wir haben alles, was wir brauchen. Außer Musik. Wo ist mein tragbarer Lautsprecher? Ich kann ihn nicht finden. Aber Blue Eye hat einen Mini-Lautsprecher. Er ist so winzig. Knetet Fondant mit verschiedenen Lebensmittelfarben. Und bestreut ein Brett mit Puderzucker. Formt lilanen Fondant in einen kleinen Zylinder. Das ist ein Mini-Lautsprecher. Rollt dann orangen Fondant dünn aus. Und schneidet ein Bedienfeld aus. Verwendet dafür einen Zahnstocher. Legt Tüll auf den Zylinder und macht einen Abdruck. Befestigt das Bedienfeld mit Wasser. Zeichnet die Tasten mit einem schwarzen Lebensmittelmarker. Dieser Lautsprecher ist so winzig. Auf der anderen Seite werden Nachbarn sich nie über laute Musik beschweren. Und es ist essbar. Blue Eye hat schon einen halben Vers und ein Refrain abgebissen. Aber ich mag den süßen Lautsprecher nicht. Ich möchte echte Musik hören und nicht Fondant-Musik. Endlich! Ich habe ihn gefunden. Jetzt können wir anfangen zu tanzen. Das Picknick wird zur Tanzshow. Und sie haben echt Spaß. Tanzen macht uns hungrig. Wir brauchen Süßigkeiten. Cindy findet in der Schüssel einen Mini-MP3-Player. Wie kommt der dann dahin? Formt ein Kaubonbon mit euren Händen, so dass ihr ein Rechteck erhaltet. Tragt dann Süßwarenkleber darauf auf und befestigt einen Esspapierstreifen. Färbt das Papier mit einem Lebensmittelmarker und bedeckt es mit einer Schicht von essbarem Puder. Befestigt noch einen Esspapierkreis und einen kleineren Kreis darüber, das mit essbarem Puder bedeckt ist. Zeichnet noch die Tasten mit schwarzem Lebensmittelmarker. Das sieht so süß aus. Aber meine Freundin sagt mir, dass es auch eine Süßigkeit ist. Dieser MP3-Player füllt euren Magen. Los, aufessen! Und natürlich müssen wir noch ein Fotoshooting arrangieren. Hashtag Geburtstag und Picknick. Wir müssen Fotos nach dem Picknick posten. Cindy hat zufällig einen USB-Stick. Sehr gut. Jetzt kann ich wieder meine Freundin reinlegen, weil ich auch einen USB-Stick habe. Aber es ist eine Mini-Version. Schneidet ein Gummistäbchen zur Hälfte ab. Und rundet dann eine Ecke ab. Macht ein rundes Loch mit einem Strohhalm und bedeckt es mit silberner Lebensmittelfarbe. Tragt silbernes essbares Puder darüber auf. Und macht eine Inschrift mit einem schwarzen Lebensmittelmarker. Ich nehme meinen Mini-Stick raus. Meine Freundin möchte die ganzen Fotos sehen. Die sind zu dunkel, die sind verschwommen und da sehe ich gut aus. Alle Fotos sind auf diesem USB-Stick. Hier, schau ihn dir an. Cindy versteht nicht, was mit ihrem Stick passiert ist. Ihr könnt die Größe der Fotodateien verkleinern. Aber wie konnte Blue Eye einen Stick verkleinern? Es ist natürlich nicht echt. Es ist eine Süßigkeit. Und ihr echter Stick ist hier. Und alle Fotos sind noch da. Blue Eye möchte jetzt ein Spiel auf ihrem Smartphone spielen. Aber der Akku gibt nach. Cindy hat eine Powerbank. Aber das ist nicht das, was ihre Freundin braucht. Der Stecker passt nicht. Und Blue Eye wird langsam müde. Okay, dann überlegt sich Cindy etwas anderes. Dann kommt Cindy mit etwas Riesigem an. Sie hat eine XXL-Powerbank gefunden.
Kleb 3 Pralinschachteln zusammen. Und bedeckt das Rechteck mit Schaumstofffolie. Faltet es erst und verklebt dann die Kanten. Befestigt es an den Verpackungen. Schneidet die Ecken zurecht und verklebt sie. Bedeckt so die gesamten Schachteln damit. Schreibt den Namen der Powerbank mit einem schwarzen Marker darauf und graviert es mit einem Prägewerkzeug. Schneidet die Schlitze vorsichtig mit einem Messer an der Seite, sodass ihr die Pralinschachteln öffnen könnt. Klebt noch die schwarzen Tasten an. Blue Eye bemerkt, dass dieses Gadget ein Geschenk in sich trägt. Genau, Cindy nimmt leckere Schokolade heraus. Sie versorgen nämlich uns mit Energie. Und ich möchte keine Spiele mehr spielen. Ein Snack ist genau das, was ich brauche. Wie fandet ihr unsere essbaren Streiche? Dann schreibt uns, welches Gadget ihr zu Mittag haben möchtet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst.